Das sind die Walliser Nachrichten kurz vor dem Wochenende mit diesen Schlagzeilen hier. Die SBO hat eine Strategie, falls der Thomas Burgener nicht mehr kandidieren würde. Die Walliser Kantonspolizei hat einen Raser auf der Anin verwitscht und der Raphael Wicki ist für 3 Monate verletzt. Wenn der Staatsrat Thomas Burgener nicht mehr kandidiert, hat die SBO eine entsprechende Strategie für die Wahlen. Schon jetzt haben wir einen Kandidat oder eine Kandidatin bereit, die für die SBO in den Wahlkampf um die Staatsratswahlen steigt, wenn der Thomas Burgener nicht mehr kandidierte. Wie der Beat Jost weiter gesagt hat, wollen wir für den Oberwalliser Sitzverteidigung keine andere Oberwalliser Partei unterstützen, sondern selber eine Liste stellen. Am Donnerstagabend hat sich ein Autofahrer beim Selbstunfall auf der Strecke zwischen Dortmund und Agaro verletzt. Aus noch ungeklärten Gründen ist er gegen den rechten Strassenrand geraten, hat einen Pablo gestreift und ist gegen einen Baum geprallt. Der Mann ist verletzt ins Spital gebracht worden. Der Verkehr ist wegen der Unfallaufnahme und für die Strassenputzung teilweise umgelegt worden. Die Kantonspolizei hat am Freitag auf der Autobahn Anin mehrere Sportwege auf England angehalten, die mit überhöhter Geschwindigkeit von Genf ins Wallis unterwegs waren. Nach einer Vorwarnung von der Waadtländer Kantonspolizei hat man das Cider-Snin-Auto mit englischer Plakennummer aus dem Verkehr genommen, die mit Tempo 160 bis 180 km/h unterwegs waren. Die Lenker mussten eine Bußgeldgarantie zahlen. Zudem hat man Schiffer gezeigt. Zum Sport. Fußball Raphael Wicki, Spieler von den Los Angeles Chivas, muss nach einer Knöcheloperation für 3 Monate pausieren. Der Steiger ist erst gerade im Herbst vor einem Jahr an beiden Knöcheln operiert worden. Ob wir einen Tag im Schwimmbad einplanen oder doch eher einen Match in der Tennishalle, Antwort gibt es in diesem Augenblick. Der Freitag war zuerst ja noch recht überzogen. Hier auf der Wetterkamera vom Gorner gerade uns sieht man nicht einmal den Gipfel vom Matterhorn. Am Samstag herrscht auf alle Fälle noch Badewetter. Vor allem der Vormittag ist recht sonnig, auf den Abend sind aber Gewitter nicht ausgeschlossen. Dementsprechend sind auch die Temperaturen sommerlich. Zu Brieg gibt es maximal 26 Grad. Leikerbad, Saastal und Goms hat es 18. Am frischsten ist im Letschental bis 17 Grad. Am Sonntag ist es dann nicht mehr ganz so hübsch, es gibt nämlich immer wieder Regengüsse und Gewitter. Bei 23 Grad schließen wir das Wochenende ab. Die neue Woche ist dann wieder hübscher bei Temperaturen von 24 respektive 27 Grad. Merci vielmals für Ebers Interesse, bis zum nächsten Mal.